Den ersten Prozesstag in Istanbul konnte Arne Lietz beobachten. Er ist für die SPD im Europaparlament. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Lietz. Wie haben Sie denn diese Anhörung heute erlebt? Dieser Tag begann mit einer Demonstration, die wir erlebt haben, von der Zivilgesellschaft und von den Journalisten, die noch nicht inhaftiert sind, so muss man ja mittlerweile in der Türkei sagen. Und danach wollten meine Kollegin Rebecca Harms und ich hier Flagge zeigen fürs Europaparlament und wollten als internationale Berichterstatter sozusagen Zugang bekommen. Und das war eine sehr chaotische Situation. Wir kamen nicht auf dem Flur voran. Mehrere hundert Leute stauten sich dort, wollten Zutritt haben. Nicht alle Angehörigen, nicht alle Anwälte, die hier ihre Mandanten miterleben wollten, wurden überhaupt vorgelassen. Nicht alle Journalisten wurden reingelassen. Es wurde ein zu kleiner Raum gewählt, wahrscheinlich mit Absicht. Und erst nach langem Kampf und langem Warten haben wir es geschafft, Zutritt zu bekommen. Der Raum selber war überfüllt, es wurde gestanden, es war heiß und stickig. Und das war so die Grundatmosphäre, in der wir uns dort eingefunden haben. Blicken wir auf die Journalisten, die auf der Anklagebank sitzen. Wie sind die heute aufgetreten vor Gericht? Die Journalisten sind sehr selbstbewusst aufgetreten. Das ist ein gutes Zeichen. Auch ihre Anwälte waren sehr klar und stringent. Aber sie haben deutlich gemacht, worum es hier geht. Zum einen ging es um kleine Sticheleien, die auch hier einfach bekannt gegeben wurden. Einer der Journalisten hatte keine Unterlagen, die wurden ihm weggenommen vor dem Prozess und daraufhin wurde er tatsächlich auf morgen verschoben in der Grundanhörung. Ein zweiter Angeklagter, der Anwalt ist, hat beklagt, dass seine Krawatten weggenommen wurden. Er ist zum ersten Mal als sozusagen Rechtsanwalt hier ohne Krawatte im Gerichtssaal. Auch das hat er dort kundgetan. Inhaltlich, und das ist das Wichtige, hat ein Journalist letztendlich diesen ganzen Prozess, der ein Schauprozess, ein politischer Prozess ist, zur Farce geführt. Er hat nämlich gesagt, dass die Anschuldigung, die hier auf ihnen liegt, nämlich Mitglieder der PKK oder der Gülen-Bewegung zu sein, also sozusagen Terrororganisationen in der Türkei oder sie gar protegiert zu haben, nun bei Weitem gar nicht stimmen kann, denn er hat als Journalist öffentlich öfters eben über diese Organisation geschrieben und vor ihnen gewarnt, dass sie eine Gefahr für die türkische Demokratie sind. Und hier zeigt sich die Farce, das Labeling, das heißt, was hier Herr Lietz, erfolgt. Entschuldigung, Herr Lietz, das heißt, für Sie steht eigentlich jetzt schon fest, die Journalisten bekommen keinen fairen Prozess. Die Grundvoraussetzungen sind katastrophal. Und der faire Prozess ist allein in der Grundanschuldigung eine Farce aus meiner Perspektive. So wie dieser Journalist klargemacht hat, dass er seinerseits öfters gegen diese sozusagen Terrororganisation geschrieben hat und nun auf einmal angeschuldigt wird, dort Mitglied zu sein oder sie zu protegieren, zeigt eindeutig, dass die Anklage alleine sehr, sehr dünn ist, sondern so einem allgemeinen Label, einer allgemeinen Beschuldigung zugrunde liegt, unter der Zehntausende in diesem Land aktuell inhaftiert sind. Darüber hinaus muss man eindeutig sagen, kann es nicht sein, dass die Angehörigen oder nicht alle ihre Anwälte tatsächlich Platz finden im Gerichtssaal. Das ist keine Situation, die hier wirklich stichhaltig einen fairen Indizienprozess vermuten lässt. Hier ging es beispielsweise darum, auch das war ein klarer Punkt, der angesprochen wurde, dass beispielsweise eine App verwendet werden sollte oder wurde von den Journalisten von der Gülen-Bewegung. Und hier hat ein Journalist sehr deutlich gesagt, dass dem gar nicht so ist. Er hatte diese App nie auf seinem Handy installiert. Das heißt, hier gibt es auch Behauptungen, die wiederum mit Gutachten jetzt widerlegt werden sollen. Und das sind doch sehr fadenscheinige Anschuldigungen, denen sich diese Journalisten hier stellen müssen. Wir werden sehen, wie dieser Prozess verläuft. Er läuft bis Freitag in der Grundanhörung und danach werden wir sehen, wie es weitergeht. Sie sind Europapolitiker, Herr Lietz. Kann die EU noch irgendetwas tun? Die EU kann sehr viel tun und wir haben mittlerweile gesehen, dass der Aufschlag von Sigmar Gabriel breite Wirkung zeigt. Sigmar Gabriel hat aufgezeigt, dass der Instrumentenkasten nicht nur in der Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder bei der Androhung der sozusagen Nicht-Einhaltung der Menschenrechte liegt, sondern der liegt in der Wirtschaft. Und hier hat Erdogan bereits kundgetan, dass er auf einmal dann doch Sicherheit, Rechtssicherheit gegenüber Unternehmern sozusagen gewährleisten will. Hier können wir beispielsweise die neuen Zollverhandlungen mit der Türkei ad acta legen. Allein, dass die deutsche Wirtschaft sich ihrerseits gemeldet hat und nicht mehr sicher ist, ob sie überhaupt Rechtssicherheit für die Unternehmerinnen und Unternehmer haben, die in die Türkei reisen, zeigt, wie groß die aktuelle Angst auch mittlerweile in der Wirtschaft ist. Und das ist die größte Gefahr für Erdogan. Let's talk business, in dem Fall wirklich
nicht über Menschenrechte und EU-Mitgliedschaft, sondern über das Business selber. Hier scheint Erdogan zu hören und mitzubekommen. Herr Lietz, Entschuldigung, mal andersrum gefragt. Trägt die EU, trägt Deutschland nicht eine Mitverantwortung für die Entwicklung der Türkei, für die Angriffe auf die Pressefreiheit und somit auch auf diesen Prozess jetzt? Eine Mitverantwortung für die Einschränkung der Pressefreiheit trägt die Bundesrepublik keineswegs, die sehe ich nicht, sondern Erdogan versucht hier dieses Land mundtot zu machen. Bundespräsident Steinmeier hat es richtig ausgedrückt. Er versucht, dieses Land auf sich zuzuschneiden und alle Menschen und Institutionen wie gerade Journalisten und Medien jetzt mundtot zu machen, sie hinter Gitter zu bringen, um möglichen Protest für sein Referendum und seine weiteren Reformen in Richtung Diktatur, so muss man leider sagen, hier durchzuführen. Insofern hat Deutschland da keine Schuld. Es geht auch nicht darum, man hätte sich früher einmischen können, man hätte früher eine klarere Worte finden können, sagen manche. Wir als Europaabgeordnete haben das sehr viel früher auch getan als die Mitgliedstaaten, und da nehme ich die deutsche Regierung mit ein, indem wir beispielsweise im Europaparlament gefordert haben, die aktuellen Verhandlungen auf Eis zu legen, bis wir wieder einen Grundstatus quo an Rechtssicherheit an Status quo haben, sodass man überhaupt weiter verhandeln kann. Hier haben die Mitgliedstaaten auch Deutschland nicht mitgezogen. Hier sieht man, dass das Europäische Parlament eben manchmal auch mutiger ist als die Mitgliedstaaten. Und in dem Fall haben jetzt aber alle erkannt, wo der aktuelle Stand ist. Das haben wir auch gesehen. Ich glaube, die deutsche Regierung hat auch insbesondere durch Herrn Peter Steudner, der auf einmal verhaftet wurde als Menschenrechtler, neben Denis Yücel, einem deutschen Journalisten, der ebenfalls freikommen muss. Und hier sieht man insofern, dass alle in Gefahr sind, auch andere Journalisten aus anderen Ländern. Und vor dem Hintergrund hoffe ich jetzt, dass die europäischen Mitgliedstaaten endlich mehr Mut beweisen. Das werden wir sehen. Morgen gibt es einen Besuch einer türkischen Delegation in Brüssel. Und ich hoffe, dass die Kommission dort klare Kante geben wird und die Zollverhandlungen dementsprechend auch zur Disposition gestellt werden. Haben Sie vielen Dank nach Istanbul, Arne Lietz. Sehr gerne. Okay, danke schön.